Ja, herzlich willkommen. Heute ist Internationaler Aerospace Expo Tag Nummer 1. Und heute ist Enville dran. Ja. Okay, dann wollen wir mal da hinlaufen. Das ist ja erstmal wieder. Wir sind gerade hier angekommen auf Microtech. Und ihr seht, this show floor this way. Da fliegt gerade einer ab. Da kommt gerade einer gelaufen. Wir löfen auch mal. Und zwar müssen wir zum. We're sorry. You exceeded the allotted time to depart. Eigentlich müssen wir zur Krankenstation. Initiating ship storage procedure. Damit wir hier auch wieder aufwachen. For your safety, please vacate the area. Aber. Thank you for your cooperation. Moment mal. Stopp. Ich habe mich ein bisschen verklickt. Die Krankenstation, ja, die ist ja da ganz woanders. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. So, dann gehen wir mal zum Metro-Loop. Das ist doof. Ich möchte eigentlich hier wieder. Ach, der kommt gerade, wie praktisch. Warte mal, Leute, die Krankenstation, die ist doch. Die ist an der. Muss sie einen weiterfahren. Und da könnte ich dann meinen Respawn-Punkt setzen. Wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt, weil wir sind ja die nächsten Tage sowieso immer hier unterwegs. Und gucken uns die neuen Expo an. Also heute ist Anvil-Tag. Dann kommt, glaube ich, RSI. Wenn mich da nicht alles täuscht, Aegis, ich weiß nicht, hundertprozentig, aber wir werden sehen. So, eigentlich müssen wir zum Aspire Ground erst. Ich hoffe, der kommt vorher, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das hat ja gesagt Commons. Aber wir schauen mal. Wenn jetzt Aspire Ground kommt, dann gehen wir da mal eben raus und gehe ich mal eben zum Hospital. Da ist es schon. Seht ihr es? Da ist die Expo. Naja, ich glaube, erst kommen die Commons, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Müssen wir einmal an der Expo vorbei und dann sind wir am Aspire. Hier sind jetzt die Commons, ne? Ja. Steht da ganz groß drauf, seht ihr's. Da. Jetzt kommt die Expo. Wäre natürlich auch schön, wenn er das hier noch ansagen würde. Next Stop. Weißt du es wirklich? What? Nee, nee, ich, what did he say? Okay. Wir fahren noch einen weiter. Geht ja schnell die eine Station wieder zurück und dann fahren wir wieder zurück. Dann mache ich einmal den Spawnpunkt. Ja, das hat sich jetzt auch geändert mit der 315. Ihr müsst jetzt durch die Krankenhäuser müsst ihr jetzt euren Spawnpunkt immer da setzen, weil das nicht automatisch passiert, dass ihr dann da wieder aufwacht. Wenn ihr getötet werdet. Oder ihr euch selber tötet. Und das ist mir halt vorhin passiert. Dummerweise. Ja. Kurze Erklärung. Ich habe versucht, meinen Helm abzusetzen. Habe mir die Taste H gelegt. Aber dadurch, dass das jetzt alles mit dem Inventar so eingestellt ist, funktioniert es natürlich nicht. Also habe ich gedacht, da gibt es bestimmt eine Taste für. Ja.
sitzt denn hier? Und er hat aber... Ich habe die Taste dann fürs Töten genommen. Ja, war nicht so in Ordnung, ne? So, hier ist das Hospital. Ich gucke jetzt mal eben, wo ist hier der Spawnpunkt? Ne, hier nicht, oder? Nee, das war, wo war das denn? Patienten-Check-In? Mal eben. Okay. Ja, was hat er jetzt gesagt? Raum 5? Nochmal. Ist ja dann trotzdem in so einen Raum rein. Ja. Floor 5, Raum 7. Floor 5, Raum 7. Floor 5? Hier gibt es sogar einen Aufzug. Alto Belli, wie groß ist denn das hier? Cool. Ganz oben. Floor 5, Raum 7. So, Floor 5, Raum 7. Restroom. Zu den Toiletten wollte ich jetzt nicht. Raum 506, da ist er. Dann gehen wir da mal rein. Wahrscheinlich werde ich schon erwartet. Ah ja. Hallo, guten Tag. Ich werde mich mal hinlegen. Herr Doktor, es geht mir heute wirklich nicht gerade gut. Ich hab's geahnt. Es war doch ein anderer. Ich muss es doch woanders einschalten. Au. Oh. Was ist denn oben? Ah. Okay. Aber, Herr Doktor, können Sie mir vielleicht helfen? Ich würde gerne die Regeneration hier. Ach so, da kann ich die ganzen Sachen rüberschieben oder was? Ach, keine Ahnung. Dann muss ich das doch unten machen, irgendwie mit dem Spawnpunkt. Wo mache ich denn den Spawnpunkt, Leute? Ja, erstmal will er mich zurechtfinden. Das ist ja tricky. Kann ich das nicht hier an irgendeiner Konsole machen oder so? Hm. Seltsam. Dann fahren wir mal wieder runter in die Lobby. Wenn man dazu Lobby sagen kann. Oh Mann, ey. I've got a heartache. Nothing but a heartache. Ja. So, dann gucken wir nochmal. Vielleicht. Meine Güte, wo war denn das? Hier ist die Apotheke. Hier ist die Pharmazie. Wo kann ich denn diesen blöden Spawnpunkt setzen? Einfach mal gucken, was die anderen hier treiben. Hi. Aber irgendwie nicht viel, ne? Weil hier ist ja irgendwie nichts. Hm. Ja, Leute. Das ist eine gute Frage. Wenn ich sterbe, bin ich wieder in Everest Harbor. Normalerweise war das doch, wenn ihr euch ins Bett gelegt habt. Naja, egal. Dann geht's jetzt erstmal nach unten. Und wir gucken mal. Ich will euch ja auch die... Oh. Hallo? Wer denn da an? Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. Ach, der ist noch am Wechseln. Okay. Dann gehen wir mal hier rein.
Kommst du auch? Ich glaube, der ist noch gegen die Wand am Laufen. Careful, doors are now closing. Oder ist er drin? Komisch. Gleich ist er hier, gleich plöppt er hier auf. So, jetzt müssen wir direkt bei der Expo sein. Ich kaufe mir aber trotzdem gleich noch ein Shirt. Ich habe zwar Shirts ohne Ende irgendwo, aber das ist ja mit diesem Inventory jetzt total witzig. Das heißt, ihr habt euch beispielsweise auf Hursten euren Punkt gesetzt. Dann werdet ihr auch eure Sachen auf Hursten haben. Das heißt, ihr müsst euch dann immer, wenn ihr unterwegs seid, eigentlich wie real, müsst ihr euch dann Sachen kaufen. Oder wie wird Jack Reacher jetzt sagen? Eine Zahnbürste und ein T-Shirt reicht. Ja, genau. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wir gehen auf zur Expo. Ta-ta-da-ta. So, wir gehen mal hoch. Sag mal. Wieso bin ich eigentlich... Die Haare, das sind doch nicht meine Haare. Auch die Haare verändern sich. Warte mal, wir brauchen mal hier irgendwelche Klamotten. Dann müssen wir uns halt nackig machen. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich weiß, es gefällt euch. Da. Huch. Hier haben wir die Expo-Shirts. Und zwar nehmen wir einmal in weiß. Auch teuer, ey. Und einmal in blau. Und ich glaube, ich ziehe mal heute das Weiße an. Oder ziehe ich das Blaue an? So. Und, oder ich ziehe ein Anvil-Shirt an. Könnte ich ja auch machen. Einzige, was ich nicht mache, ich setze kein Kippi auf. Heute nicht. So, Aegis kommt auch. Nehme ich alles mal mit hier. Ich habe die Sachen alle, aber ist total dünn. Und RSI kommt am nächsten Tag. So. Jetzt gucke ich mal eben wegen Umziehen. Machen wir uns mal eben nackelig. Dann nehmen wir den Endel T-Shirt. Zack. Ja, nur leider haben wir keine Hose. Was ein bisschen doof ist. Müssten wir eigentlich auch mal kriegen, ne? Hosen. Was sieht das denn aus? So glänzend. Ja, oder wir lassen doch einen Anzug an, oder? Ach, wir haben auch nur noch den einen, ne? Ach so, da sind die Sachen, ja. Ach komm, lass mal den Anzug an. Gut ist. Jetzt will man ja da nackig rumlaufen, ist ja auch doof. So. Dann auf zum Expo. In die Zenithalle. Ja, ihr habt dann nochmal den Zeitplan für denjenigen. Oh, ja genau. Anvil, 19. und 20. 20. und 21. RSI. Dann Aegis, hatte ich doch recht. Dann kommt, ja, Bano, die ganzen Alien-Sachen. Gatek. Und dann geht's weiter mit Crusader Industries und Tumbril Land Systems. Und dann kommt Argo, Consolidated Outland, Greycat, Cougar. Beziehungsweise vorher kommt noch Origin. Sehe ich gerade. Bin wieder. Ich habe doof gemacht hier, ne? Rübergesprungen. Danach kommt Drake. Und ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken, was hier an neuen Schiffen ist. Hier wollte ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich in die
Zenithalle. So. Hab ich ihn jetzt ausgesperrt? Nee, da ist er. Oh, schick gemacht hier. Guckt euch das an. Das gute Schuhwerk hat er sich angezogen. Und die Handschuhe. Oh. Fehlt nur noch das Monokel und der Zylinder. Nein. Ach so, wir haben ja hier wieder ein Video, genau. Das hat er gemeint. Können wir uns das Video mal angucken? Aber das kennen wir, glaube ich, schon vom letzten Jahr. Mit der Carrick ist das, glaube ich, ne? Ja. Ja, genau, das ist das Video von der Carrick. Gleich klettert er. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Wow. Da ist es schon, die Carrick. So, was dieses Jahr auch neu ist, wir haben hier so Tafeln, die wir uns abhören können. Anvil Aerospace may have made a name for itself along the front lines with its masterfully built fleet of military craft. But more and more of the company's civilian craft have captured the imagination of the Empire. Look no further than also er liest Anvil eigentlich Carrick, das nur vor, was da steht. That has transitioned easily from its naval origins. Ah ja. Also dasselbe. Ja. Okay, dann stellen wir uns mal schön hin. So. Okay. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um in der Halle. Oh. Schon der Erste sein Getränk stehen gelassen. Ein bisschen. So, was haben wir hier? Die Carrick haben wir hier. Die Pisces haben wir hier. Dann haben wir hier die Arrow. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich war mir nicht sicher. Also hier oben sieht alles gleich aus. Dann gehen wir mal nach unten, wo eigentlich immer die interessanten Sachen zu sehen sind. Weil die Expo ist ja immer bekannt für neue Sachen auch. So, was haben wir hier? Ah, da haben wir was Neues. Das neue Fahrzeug von Anvil. Oder ist das der Ballista? Nee, das ist der Spartan. Seht ihr? Den können wir uns ausleihen. Ich mache das einfach mal. Das ist der neue. Und ich glaube, der kostet irgendwie 80 Euro oder so. Das ist so ein... Ach, hier. Rump Access Open. Kann man hier so... Okay, kann man hier nicht. Oder? Nee, kann man hier nicht. Oh, mal hier. Nee, hier geht's nicht. Müssen wir hier mal? Das ist wahrscheinlich, weil... Nee, hier können wir nicht rein. Ja, das ist der Spartan, der neue von Anvil, ein Bodenfahrzeug. Hat auch Flugabwehr und... Ja, wenn ihr das Video von dem Wiley gesehen habt, dann ach, hier ist der mit den Flug.
Flugabwehrgeschützen, genau. Den können wir auch ausrenten. Ach nee, das ist Ballista. Wollte gerade sagen. Also der Spartan ist der neue und der Ballista. Aber können wir den aufpacken? Nö. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Nach unten gucken oder nach oben die Ecke gucken. Was wir hier an neuen Schiffen haben, Leute. Also der Spartan ist schon mal was Neues. Aha. Aha. Liberator? Ja. Der Transporter, den könnt ihr auch kaufen. Kostet irgendwie 573 Dollar. Genau. Und da seid ihr hier mit den, habt dann Transporter. Da kommt vorne praktisch wie so ein Flugzeugträger. Und hier unten habt ihr noch so eine Garage drin, wo die dann alle runtergefahren werden können. Okay. Oh, ein bisschen mager. Ich hätte eigentlich mit noch einem Schiff gerechnet. Kaufen könnte, oder warte mal, ich sag mal lieber nix. Wir waren ja noch nicht auf der anderen Seite. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wir gucken gerne nochmal. Warum renne ich eigentlich immer? Ich weiß auch nicht. So, dann gehen wir mal hier rein. Wäre natürlich lustig, wenn hier schon was ausgestellt ist, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Leute. Dann hätten sie schon auf der CitizenCon einiges ausgestellt, die mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat. So. Die F8 Lightning, das ist die, die ihr nur kriegt, wenn ihr jede Menge Geld ins Spiel gesteckt habt. Waren das 10.000 Euro? Ich glaube. Deshalb könnt ihr euch die auch nicht ausleihen, weil die der Vorrecht ist für die Leute, die so viel Geld reingesteckt haben. Und dann haben wir hier die Valkyrie. Die habe ich ja auch. Und hier haben wir die Pin Terrapin. Genau. Die Therapy, genau. Die hatte ich mal. Die habe ich dann wieder weiter gewandelt. Okay, gehen wir mal weiter. Ah, die F8, die sieht schon cool aus. Die hat schon einen geilen Jägerverschnitt. Gefällt mir schon. So, gucken wir mal, was hier noch steht. Da sind wir jetzt. Da haben wir die Hornets. Ah, viel ist das nicht. Hurricane, Hawk, die stand oben noch. Ja, das war's schon. Liberator, Ballista, Spartan. Viel ist das nicht. Aber was erwarten wir auch, ne? Hat sich ja jetzt in dem einen Jahr auch nicht so viel getan. So, dann sind hier die anderen. Auch wieder schön hier mit der Kugel. Test the limit. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt hier auch jetzt die Möglichkeit, zurzeit Free Flight zu machen. Das heißt, die Leute, die noch kein Starterpaket haben oder sich keins holen möchten, die dürfen sich trotzdem mit ihrem Account jetzt anmelden oder dürfen sich einen Account zulegen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt meinen Referral-Code dafür gerne benutzen. Dann gibt es noch 5.000 Dollar obendrauf für euch. Oder nicht Dollar, aber AUEC, die Währung hier in Star Citizen. Ja, und das sind die ganzen Super Hornets. Die habe ich, glaube ich, auch bei mir im Account. Und die normale Hornet. Boah. Da hat sich nicht viel geändert. Von
Und Vollständigkeit halber gucken wir jetzt noch mal die andere. Die Hawk. Die Hawk. Und dann sind wir für den heutigen Tag schon wieder rum, würde ich sagen. Wie gesagt, morgen ist RSI. Na, lassen wir uns mal überraschen, was es da gibt. Ah, da ist er. Aber wie groß die Carrack dagegen aussieht, ne? Wenn ihr mal so guckt. So der kleine Hurricane hier. Können wir ja auch mal ausleihen. Renten. Ein Fighter ist das. Sieht man auch. Natürlich habt ihr hier auch dann die Möglichkeit, die ganzen Sachen hier zu kaufen. Ne? Habt dann natürlich alles dabei. Ne? Direkt für das Schiff. Na, ob ihr jetzt hier zum Beispiel sind die einzelnen Teile, die ihr hier kaufen könnt. Beispielsweise hier hättet ihr jetzt Quantum Drive. Na, der dann hier größt, Size 2. Ich weiß jetzt gar nicht, da müsste ich jetzt nachgucken, was zum Beispiel bei dem können wir mal eben machen. Ist ja kein Problem. Mal eben. Ah, kannst du gar nicht sehen. Verdammt. Weil ihr habt die Schiffe nur... Ja, ja, ich habe die nicht geclaimed. Das ist natürlich dann doof. Wenn ihr die jetzt geclaimed hättet, dann könnte man das sehen. Haben sie auch geändert. Immer wieder was Neues. Also die Hurricane. Wo ist die Hawk? Die ist dahinter, ne? Oder? Hätte ich gerade noch gesagt, die Hawk steht hier. Okay, dann ist sie da, oder? Ja. Da ist die hinter. Guck mal, wie groß die Carrack ist, wenn er da so neben steht, ist schon irre. Ja, 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 ja. Da ist die Hawk. Dann habt ihr noch die Waffen. Ich meine, ihr habt da das dann alles in einer Kategorie. Ne? Ich meine, wir können ja eigentlich gucken. Warte, wir können ja gucken. Die Valkyrie war jetzt. Die Valkyrie war jetzt in der Halle, ne? Weil ich mag die Valkyrie irgendwie. Das Einzige, was mich halt stört, ist das standardmäßige, der standardmäßige Quantum Drive. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die hier dran sehe. Muss mal schauen. Obwohl eigentlich könnte sein, dass ja. Man könnte jetzt hier theoretisch einsteigen, geht das? Gerade saß da einer drin, ne? Habe ich gesehen. Aber das machen wir besser nicht, weil das Problem ist immer, da wieder rauszukommen. Kann ich das hier sehen? Wenn ich die jetzt... Nee, die. Wenn ich die jetzt dabei packe, beispielsweise, um die Rente. Zeige ich mir die ja so nicht an. Jetzt rente ich die. Dementsprechend habe ich die eigentlich, ne? Wenn ich jetzt auf Schiffe gehe. Ah, nee, das sind nur die beiden, oder? Nee. Das sind nur die beiden Schiffe, weil das ja nicht meine Schiffe sind. Ha, das ist natürlich ärgerlich. Dumm. Dumm, dumm. Ich weiß nämlich nicht aus dem Kopf, welche Size-Geschichte hier dran ist. Mache ich dann dieser beim nächsten Mal und dann gucke ich mir das genau an. Ich hoffe, ich werde hier in Microtech wieder wach. Das
mir das auch nochmal angucken, wo das hier war mit dem Respawn-Punkt. Normalerweise war das in der Krankenstation. Und da habt ihr dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da gerade richtig war. Ich würde sagen, liebe Leute, mit diesem Bild verabschiede ich mich heute von euch, vom ersten intergalaktischen Aerospace Expo Tag. Ja. Und wir sehen uns dann morgen wieder und bis dahin erstmal. Ciao.